Ich habe Gedächtnis wie ein Sieb, ne? Ich bin gerade losgegangen, Flasche Wasser fertig gemacht und so weiter, ganz kurz auf den Balkon gesprungen, geh zurück und steh schon wieder an der Bürotür und guck so in die Küche und die Wasserflasche steht da wieder. Mann. Gut. Wie sieht der Plan aus? Ist das hier mittlerweile geregelt? Es ist geregelt. Das heißt aber auch, dass wir, ich mach mal kurz auf Pause, dass wir 4 Fahrzeuge auf der Straße haben, die Eisenbarren nach Steinach Südwest bringen. Hier, 3 Stück. Die schicken wir jetzt alle mal nach Hause und wie üblich gucken wir dann, ob wir noch einen Job für die haben. Das waren die Laborjungs. Und die Route ändere ich jetzt mal, also den Namen der Route ändere ich jetzt mal in Labor. Reicht ja. So. Ihr fahrt jetzt erstmal nach Hause, dann gucken wir gleich, ob wir noch was für euch haben. Zum Beispiel Stahl. Liegt das an der Versorgung oder liegt es an der Menge der Fahrzeuge? Nee, ist vorrätig. Ist alles vorrätig. Okay, dann liegt es tatsächlich daran, dass sie noch ein Fahrzeug brauchen. Und eins haben wir ja mindestens über. Stahlbarren, Nebengleis. Bitteschön, ab geht die Reise. Kurz auf Pause geschaltet. Denn hier gibt es jetzt wieder was zu tun. Neu dazugekommen ist ja... Mal gucken hier bei der Produktion, Verarbeitung. Ist es damit drin? Nein. Och nein! Nein, nein, ich muss ja noch einen anderen... Das war ja nur ein Zwischenschritt. Und ich weiß genau, was jetzt kommt. Ich weiß genau, was jetzt kommt. Nein, Labor möchte ich auf keinen Fall abreißen. Ich weiß genau, was kommt. Jetzt müssen wir noch die Metallverarbeitung, ist das das? Ja, die brauchen wir, damit wir hier die Eisenteile herstellen können. Forschung starten und hier steht es schon. Wir brauchen Eisenbarren dafür. Wen habe ich gerade nach Hause geschickt? So, du kannst erstmal raus und dann duplizieren wir das Fahrzeug hier nochmal. Und schicken euch auf die Laborroute. Achso, seid ihr sowieso schon. Okay, ihr dürft alle fahren. Es war so klar. Und im Labor starten wir die Entwicklung. Eisenteile. In dem anderen am besten auch noch, oder? Nee, hier läuft es schon. Boah, das dauert so lange. 1 von 135. Könnten natürlich noch ein weiteres Labor dahinsetzen. Und könnte sogar drüber nachdenken, die Labore umzuziehen. In einen Bereich, der sonst wo sein kann, ins Freie. Und da kann man so 6, 7 Labore einfach hinstellen, plus ein Terminal. Und dann lässt man das da immer hingehen, weil so belastet ist natürlich auch mein Straßennetz. Aus der Stadt. Ab und zu kann man es nämlich schon beobachten, dass die Fahrzeuge manchmal in den Kreuzungen kurz stehen bleiben. Und das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass irgendwo Verzug sich entwickelt. Ja, und wenn das jetzt hier noch ein paar mehr Fahrzeuge werden, dann sehe ich den Traffic Jam schon kommen. Bacon, der Plan ist nicht schlecht. Also dem Zukunftsbeber oder Bacon Sachen in den Weg zu stellen, um drüber zu stolpern. Allerdings wird das wahrscheinlich dann auch genau so ablaufen. Und schön darüber fällt. Bisher war alles also so ein guter Run, würde ich sagen, oder? Also beim letzten Mal sind wir bei weitem nicht so weit gekommen. Welches Fahrzeug? Stopp, stehen bleiben. Wer bist du? Und warum? Ja, aber was machst du denn auch? Wieso hast du denn Eisenbarren dabei? Ach, logisch, weil du bist bestimmt derjenige, der aus der Laborlinie kommt. Ich glaube, dann muss ich dich zurückschicken.
Ja, fahr mal zurück hier. Dann muss ich dich hier bearbeiten und dir hier sagen, dass du Stahl mitnehmen sollst. Und dann wieder auf die Reise schicken. Das hat ganz schön gedauert, aber Grabo akzeptiert jetzt Holzbretter. Da sehe ich leider keine Chance, aber hier kann man noch mal ein bisschen was machen. Es gab doch hier vorhin auch irgendwo eine Straße. Hä? Ja gut, wahrscheinlich hat sich die Stadt verändert. Da gab es leider genau diesen Fall und das Problem ersticken wir jetzt mal im Keim. Den wir hier... Geht das? Tolle Wurst. Ruhig bleiben. Dann eben da, wo es geht. Hier geht's. Nicht, ist zu steil oder wo ist das Problem? Naja gut, wenn es nicht geht, dann geht es nicht, ne? Oder kann ich mit Straßen nicht durch Häuser bauen? Alles klar. Leid. Ich kann auch tunneln, ja. Aber ich glaube, lohnt sich denn nur auf größere Distanzen. Labor läuft, das ist gut. Wir können schon mal investieren in die Infrastruktur. Infrastruktur der Zukunft. Kommt hier eine schöne Bushaltestelle hin? Vielleicht? Nein. Schön, schön, schön. Die integrieren sich hier richtig gut. Sauber. Was ist so nah dran, hä? Gut, dann kommt die hier direkt hier rüber. Leid's mir tut, aber hier vorne muss dann wohl auch noch eine rein. Irgendwo hier. Schwierig. Ich hoffe, dass ich die ein letztes Mal nur buttern muss. Lame. Gefällt mir gar nicht. Ja, von mir sind hier oben hin. Schade, schade. Hätte ich gerne ein bisschen besser gebaut.
Rest können wir dann ja hierüber so ein bisschen einfahren lassen. Oh, das wird eine Herausforderung. Das wird eine Herausforderung. Kaufen. Geil. Shift gedrückt halten. Das nur auf dem Zettel haben. Oh, hier ist eine Bushaltestelle. Oh, die letzte muss ich löschen. Die war falsch. Aber ist egal. Transfer. Und los geht's. Das ist dann Linie 3, glaube ich, ne, für die Stadt. Und zwar erst Stadtname. Steinach, Linie 3. Okay. Geld habe ich ohne Ende. Also einfach rausschicken, die Jungs. Verdammt. Steinach 10 ist, glaube ich, nicht die richtige Wahl. Wie bin ich denn vorhin gefahren? Hierhin? Nur, der macht doch so. Ist mir auch egal. Und tschüss, liebe Leute. Klick, 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 klick. Ja, brauchen wir noch einen Plan B für die Ecke hier hinten. Sorry, Mate, wie groß ist die Stadt mittlerweile? 1252, na, wirst du den Kohl nicht fett machen. Tschüss. Das können wir so nicht lassen. Einmal wieder ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Wieder eine City, die quasi am Reißbrett entstanden ist. Ja, Mann, ich arbeite an der Lösung. Lass mich in Ruhe. Geht nicht. Geht nicht. Ist ungünstig, wenn das nicht geht.
Was war mein Plan? Der sah so aus, ne? Geht das jetzt? Ja, das geht. Like a boss. Jetzt hier nur noch eine Kleinigkeit. Oh fuck. Komm schon, komm schon, komm schon. Wie belegt durch ein Fahrzeug? Nichts. Ihr fahrt da jetzt nicht alle drauf. Ich hasse euch. Ja, sehr gut. Aber dann kann ich den ersten Part ja schon mal machen. Ja, okay, dann fahrt jetzt bitte. Obwohl, das kann ja erstmal so bleiben. Soll mir ja egal sein. Die ganzen Busse werden jetzt natürlich häufig meckern, wahrscheinlich, dass sie nichts zu tun haben. Ja, aber kann ich jetzt auch nicht ändern, ne? Ich habe gerade fast eine ganze Million auf den Kopf gehauen hier, ne? Was haben wir hier auf dem Zettel stehen? 861.000. Wieder. Reißbrett-Feeling. Gut, kann ich immer noch keine Bushaltestelle hinsetzen, war mir aber wichtig, das jetzt umzusetzen. Zack, zack, zack. Dann kann ich doch hier vielleicht noch... Ne, da sitzt ja einer. Hier gibt's halt nur da eine. Ich lasse die Stadt gerade immer weiter schrumpfen, weil ich die ganzen Wohnhäuser abreiße. So, jetzt haben wir die fast angebunden. Fast. Kommt jetzt hier noch eine schöne, ich meine, hier ist eine Bushaltestelle, also reicht es, wenn hier eine hinkommt. Boom. Da können wir jetzt auch noch mal eben zwei Busse oder so auf die Linie setzen, pro Richtung. Passt schon. Starten bitte... Wo ist denn einfach? Hier ist erstmal einfach.
Gefällt mir tatsächlich noch nicht so gut, weil ich eigentlich noch was anderes damit vorhatte. Ah gut, lässt sich einigermaßen schnell löschen. Und zwar möchte ich noch ein bisschen mehr in die Stadt rein, um Umsteigemöglichkeiten so zu bieten. Nicht so schlau. Ja, dann lasse ich ihn hier ganz mit reinfahren. Okay. Demnach ist das schon Linie 5, ha? Linie 5, okay. Mal zwei Stück und tschüss. Habe ich von auch so gefahren? Ich bin mir nicht sicher. Wird schon irgendwie vielleicht passen. Ja, wollen wir nicht so anstellen. Und leider Gottes muss ich ja auch was für die Abdeckung der Passagiere machen. Aber das ist ein guter Wert. Das ist ein verdammt guter Wert. Muss ich hier irgendwas wissen? Haben wir vielleicht ein bisschen wenig Eisenerz? Ah, die eine Anlage kommt nicht mehr hinterher mit dem Eisenerz für das, was hier so benötigt wird. Gar kein Problem. Insolvenzen mögen wir ja nicht. Wenn ich jetzt hier reingucke, wird mir wahrscheinlich schlecht. Weil hier ganz viele Sachen sind, die keinen Profit einfahren. Aber auch wahnsinnig viele, die Profit machen. Das hier sind überwiegend Busse, nehme ich mal an. Und die Laborlinie. Guck mal, wenn man da nicht aufpasst. Aber es ist noch nicht abgeschlossen. Da muss noch was getan werden. Mehr Kohle. Da hätte ich tatsächlich auch ganz gerne zwei für. Ups. Wenn ich mir das alles so angucke, ne, werde ich wahrscheinlich bald auch nicht mehr um Züge herumkommen, weil Fahrzeuge viel zu wenig transportieren können pro Zyklus oder pro wie auch immer. Ne, die belegen mir die Straßen viel zu heftig. Allerdings habe ich auch keine Möglichkeiten, wie man so Zugverkehr in die Stadt reinbekommt. Dafür muss man wahrscheinlich eine ganze Menge Häuser abreißen.
Ja, das scheint auch. Gibt euch das vielleicht was? Yeah. Guck mal, Kleinigkeiten. Zack. Wieder ein bisschen Traffic Jam. Entgegengewirkt. Und damit meine ich nicht, dass im Straßenverkehr irgendwelche Musikanten eine Session zusammenziehen. Mehr Holzbretter. Wie sieht's denn an der Front aus? Alles gepuffert auf Lager? Haben wir eine Beruhigung. Ah, Stahl könnte ein bisschen besser produziert werden, ne? Also noch ein bisschen mehr, so wie es scheint. Schon zu 14% ausgebeutet. Von 135. Endlich können wir den Laden hier gleich mal retten. Hier wartet einfach kein Schwein. Doch. Also akzeptiert. Wenn man mal so in die City guckt, dann sieht man hier manchmal schon Leute warten. Ist aber wenig. Na ja gut, ist wie es ist. Endlich. So, wo ist die Laborlinie? Zumindest nach Hause schicken, die Jungs. Auch wenn ich sie diesmal erstmal so lasse, wie sie sind. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es hier vielleicht nochmal ein bisschen anstrengend wird. Die Presse ist dazu gekommen. Eisenplatten, okay. Wusste ich gar nicht, dass die auch dazugehören. Gut, war schon mal dämlich gebaut. Macht aber nichts, reise ich einfach wieder ab. Das halte ich für eine halbwegs einfache Sache. Ich stelle sie mal ein bisschen weiter weg. Und dann stelle ich hier das Lagerhaus rein. Oh, das könnte was werden. Vielleicht. Ganz vielleicht. So, den anderen Part kümmern wir uns gleich. Ich sag euch, das wird hier eine chaotische Gesamtgeschichte nachher. Okay, warum geht das jetzt nicht?